Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1701 History Edition, wo wir jetzt unsere Ruhe haben. Wir haben es geschafft, die KIs. Aber wir haben wieder irgendwo Pest. Es kann sofort losgehen. Warum haben wir eigentlich so wenig Werkzeug, meine Freunde? Weil tiefe Erzgrube nichts produziert, weil wahrscheinlich das Erz voll ist, weil die Erzschmelze kaputt ist. Wir produzieren seit Ewigkeiten kein Erz mehr. Alter. Ist wahrscheinlich durch irgendein Gewitter kaputt gegangen und ich habe es nicht mitgekriegt. Das ist ganz schön nervig. Warte auf Anweisung. So, ja, gut, du kannst den Restwerkzeug mal mitnehmen. Bei euch lässt sich immer ein gutes Geschäft tätigen. Und mal hier siedeln. Weil wir brauchen auf jeden Fall, also sowohl als auch mehr, aber ich kümmere mich jetzt erstmal um den Tabak. Weil der ist relativ schnell erledigt. Oder Klamotten. Bei Klamotten kann ich halt... Vielleicht auf so einer Insel mit anbauen hier. Da ist Gold. Noch ist da zwei. Ups, rausgetappt, sorry. Wollte ich nicht. Das ist einmal Gold, okay. Anderes Juwelen. Naja, Weizen ist eigentlich auch. Also wir bräuchten eigentlich auch nochmal eine Weizeninsel. Ah, hier ist halt nur Alkohol drauf. Das lohnt sich fast nicht. Hier, dann wird sich die schon fast mehr lohnen. Da haben wir immerhin Alkohol und Weizen. Ich glaube, dann nehmen wir die. Auch wenn die kein Dings hat, kein Marmor. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja hier dann gleich Marmor. Und da haben wir auch Weizen. Es kann sofort losgehen. Ja, ich glaube, es macht schon Sinn. So. Das reiße ich mal ab. Was ist denn das für eine Erzmine? Ist die tief oder nicht so? Wenn ich das jetzt hier hinsetze. Unendlich. Okay, also ich kann die ausbauen. Möchte ich aber erstmal nicht. Möchte ich erstmal nicht. So, dann. Aber also prinzipiell ist die tief. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. So, wir müssen als erstes mache ich jetzt mal Marmor. Dafür müssen wir erstmal da hinkommen. Ja, es spielt erstmal keine Rolle. Hier drüben ist Marmor. Gott, die Wege hier und die ganzen Pflanzen muss ich auch abreißen. Alles im Weg. Der Weg ist im Weg. Die Pflanzen hier braucht auch keiner echt. Echt nicht. Wirklich nicht, also später vielleicht. Ah, nee, ich brauche noch einen Marktplatz. Forschung vollendet. Cool. Ja, gut, ich mache den, glaube ich, wirklich tatsächlich direkt davor, oder? Ich hätte ihn hier gern hingesetzt, aber da bin ich noch out of range. So, jetzt reiße ich erstmal die Wege hier ab. Also die, die ich abreißen kann, zumindest schon, ne? Weil die Steinstraße lasse ich vielleicht hier. Die normalen Wege können erstmal weg. Die Steinstraße lasse ich. Warum nicht? Stört er erstmal kein. Also die hier. Die lasse ich erstmal. So, und dann können wir hier theoretisch.
Warte, können wir hier den Marmorsteinbruch können wir erstmal direkt bauen. Und den... Ach, wir können nicht upgraden. Der kostet mich aber auch nichts. Okay, wir müssen das Schiff nochmal herschicken. Bitte, wir können das andere Schiff eigentlich mit Holz rüberschicken. Und Stein schicke ich einfach auch nochmal rüber. Wir bauen hier Steinstraßen. Ganz abgehoben. So, du darfst auch schon mal ein Konto gründen. Bin schon unterwegs. Nach dieser schlimmen Zeit benötigt ihr sicher das eine oder andere. Ich habe immer noch die Pest gehabt. Ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Tut mir leid. Ich brauche eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen Alkohol. Eine Insel wird von einem Meteor getroffen. Stimmt, diese Ereignisse gibt es ja auch noch. Das wäre jetzt bei ihr gewesen, genau da, wo sie noch was hatte. Das wäre echt witzig gewesen. Ich bleibe jetzt voll dabei. Ja, rest in peace, Insel. Alles. Das wäre literally den Rest gewesen, den sie noch gehabt hätte. Die Madame. Also heute habe ich es mit dem Raustaben irgendwie. Tut mir leid. So. Ja, was passiert ist, geht er wieder weg. So, was ist? Wehrpflicht. Ja, eigentlich bauen wir die nicht mehr. Aber die Ehrengäste hätte ich ganz gern. Okay, er verschwindet einfach aus ins Nichts. Er ist einfach pure Zerstörung und dann ist alles wieder gut. Naja, was soll's. Ich wollte die Nahrung liefern. Was waren es? 23 Tonnen? Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt. 29 Tonnen. Ich hätte da einen Auftrag für euch. 29 Tonnen Nahrung. Es kann sofort losgehen. 30. Nimm einfach 30 mit. Und wo soll das hin? Kommt vorbei. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. Zum Asiaten. Okay. Ahoi. Wird ausgeführt. Seid willkommen. Ja, machen wir. Wir machen die Quest ausnahmsweise mal. Kommt vorbei. Und nehmt den Marmor mit. Gebrauchen. Nee, eigentlich nicht. Ich nehme das Werkzeug mit. Damit ich Marmor mehr bauen kann. komplett crazy. Wobei, hier habe ich noch ein bisschen Werkzeug. Das könnte reichen. So, Marmor. Ich weiß halt nicht, reicht es für eins oder zwei? Kann ich einen Marmorstein mit hinpacken oder kann ich zwei hinpacken wie beim Dings? Ich hoffe, ich kann zwei hinpacken. Das erstmal kostet es mich nur Geld hier. So, dann machen wir hier den Weg doch so rum. So, dann hast du die in Range und du hast auch beide in Range. Das ist doch. Damit kann ich leben. So, warte auf Anweisung. Kann ich den Holz, den Rest nicht ganz. So, was möchten wir hier noch bauen? Ambra-Produktion auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch Nahrung. Wir wollen wahrscheinlich noch mehr Nahrung hier bauen. Und Ambra. Honig. Ich glaube, Honig kommen wir ganz gut klar. Da haben wir... Ich glaube, wir haben genug Inseln, wo wir Honig machen könnten. Also auch so kleine halt, ne? Also Alkohol, okay, Alkohol und Dings gibt es eigentlich auch ziemlich viele. Ihr seid wegen des Gegenstandes gekommen. Der Kaiser lässt euch durch mich dieses Meister. Es kann sofort losgehen. So, achso, jetzt muss ich ihm den Beweis bringen, ne? Ja, okay, hier haben wir auch noch Nahrung. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Ambra als allererstes. Das ist, glaube ich, mal... Stimmt, Tabak. Okay, wir müssen auf der Insel wirklich Tabak bauen. Wir haben die... Haben wir die einzigste Tabakinsel, außer...
Ah, nee, okay, hier ist noch eine. Okay. Sie hatte noch Tabak. Stimmt, deswegen war sie wahrscheinlich so fortschrittlich, weil Alkoholinsel hatte es zuhauf. Da seid ihr ja mit meiner Lieferung. Gebt sie mir gleich. Ich nehme das Werkzeug. Das nenne ich eine prompte Lieferung. Ich bin sehr zufrieden. Danke. Von nichts davon eigentlich gerade. Kapitän auf der Brücke. Fahr einfach mal hierher, liefert das ab und gut ist. So, dann du. Es kann sofort losgehen. Achso, ich wollte Ambra. Ambra-Produktion. Dafür brauche ich. Wie war das? Warte mal. Habe ich hier Walfett? Ja, ich habe hier Walfett. Okay. Ich brauche Walfett für Ambra. Okay. Okay, aber dann. Ja, dann sind die Insel hier ja Müll. Zum Ambra produzieren. Also die hier würde noch gehen. Da, ich könnte es auf der Insel machen, aber ich glaube, das wird dann halt einfach meine Honiginsel. Ich glaube, da kriege ich noch ein bisschen Honig hin. Und Walfett auch, aber ja, ich kann hier auch noch Walfett. Warte. Ach, ich habe dich nicht geupgradet, ne? Dafür habe ich ursprünglich das Holz geholt. Ganz toll. Warte auf Anweisung. Und jetzt habe ich kein Werkzeug mehr. Spitze. Kapitän auf der Brücke. Pass auf, du nimmst dann doch das Werkzeug erstmal. Brauche ich Holz? Ich glaube, ich habe Holz. Ja, aber weißt du was? Ich nehme nur mal einfach mit. Stein genauso. Ich wollte Steinstraßen bauen. Und ich kann auch einfach mal das Gebäude hier upgraden. Die werden hier auf jeden Fall stehen bleiben. Ja, es kostet mich was mehr. Ich glaube 5 Unterhalt pro Dings. Es kostet 15. Ja, ganz ehrlich. Was soll's. Theoretisch müssten wir jetzt Marmor mal produzieren. Das wäre... So, und dann machen wir hier Ambra-Produktion hin. Dafür habe ich aber kein Werkzeug. Natürlich habe ich kein Werkzeug. So, aber ich kann hier schon mal eine Steinstraße bauen. So. Irgendwo machen wir noch eine Zwischenstraße, ganz sicher. Lindenheim. So, jetzt müssen wir auf unser Schiff warten. Was ist das? Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesagt. So, was fehlt uns hier eigentlich auch alles? Also Werkzeuge, okay, Holz jetzt eher weniger. Dann nehmen wir erstmal Stein. Captain an Deck. Große Kriegsschiff hat nur 2 Slots. Nehmen wir erstmal Stein mit. Ah, ich hätte auch noch ein Deckerschiff gehabt. Ja, weil die 2 kleinen Kriegsschiffe, die haben halt nur einen Ladeslot. Das ist echt nicht viel. Ja, die Verlangsamung, die das... Verlangsamung wollte ich gerade sagen. Hilfe. Die Verlangsamung von dem großen Kriegsschiff ist halt, ja, naja, ne? Ist nicht so geil. Die Entdeckerschiffe sind schon, oder wir müssten halt auch vielleicht ein anderes Schiff bauen. Die Überfahrt hat sich ausgezahlt. Ja, verkauft man halt übelst viel hier, aber wir kriegen es da. Also wir haben 1500 und 1000, es gleicht sich halt komplett aus. Das Lampenöl rettet uns den finanziellen Arsch. So, wir müssen, aber wenn wir Tabak, also wir, erstmal können wir gucken, Pralinen, wie sieht das denn da jetzt aus? Haben wir genug Kakao mittlerweile? Immer noch nicht. Ich glaube, wir overproducen immer noch nicht genug Kakao, oder wir produzieren immer noch zu viel Honig und zu wenig Kakao im Verhältnis. Kein Werkzeug mehr.
Forschung vollendet. Erstmal mache ich das so. Forschung abgeschlossen. Ja, jetzt können wir den Stadtschlüssel erforschen. Let's go. Nächstes Mal sind wir mit Forschung komplett durch. Dann brauchen wir den Senat nicht mehr, ne? Nee, der Senat, den brauchen wir trotzdem für die Einwohner. Aber was machst du, Pirat, eigentlich hier? Wir sind diplomatischer... Ah, komm her. Trink erstmal einen. 0% der Unabhängigkeit. Ja, ich glaube, dafür brauchen wir Aristokraten. Es kann sofort losgehen. Ich glaube, dafür brauchen wir Aristokraten. Ich habe, glaube ich, nie über Kaufleute auch hier drauf. Ja. Also unsere Nahrungsvorräte und unsere Stoffvorräte, ne? Die machen mir ein bisschen Sorgen. Nahrung können wir jetzt erstmal mit der Fischerhütte auffangen, aber nicht besonders lange. So, und zwar haben wir... Ja, mittlerweile gehen die Stoffe sogar runter. Okay, dann haben wir definitiv zu wenig Stoffe. Da müssen wir halt Stoffe einkaufen. Was soll's. Bis 200 Tonnen. Das Kurierschiff führt ihren Auftrag aus. Wir verkaufen das jetzt, oder? Ich verkaufe da mal ein bisschen mehr. Ich glaube, der kauft jetzt beim Händler die Sachen, die wir brauchen. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Kurierschiff, glaube ich, habe früher immer Mörser gemacht, aber Haubitzen sind so viel besser. Schiff, ahoi! 9 Tonnen Alkohol verkauft. Hat er mir. Ja, okay. Das ist akzeptabel. So, hab... Ah, das Schiffchen ist da. Schiffchen da, Folge zu Ende, ne? Ich schick dich direkt wieder rüber. Wird ausgeführt. So, aber halt. Nimm Marmor mit. Nimm Marmor mit. Nimm den Marmor. Den Marmorstein mit. Dann können wir drüben vielleicht noch gebrauchen. Ich glaube, mehr wie einen Marmorstein brauchen wir auch nicht, ne? So. Ja, ich glaube, das nächste Folge. Ja, wir machen das nächste Folge. Wir machen wir dann hier Gewächshäuser hin. Wir haben. Nee, komm, wir machen das wirklich nächste Folge. Sonst geht die Folge wieder zu lang. So, ich hab diese Folge Marmorstein gemacht. Das reicht. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt keine Anspielung auf Marmorstein und Eisenbricht. Aber unsere Folge ist zu Ende. keine Ahnung, warum mir das gerade in den Kopf gekommen ist. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wo wir dann, Weg zu Aristokraten, würde ich mal sagen, ne? Ciao, ciao. Ihr Kurierschiff hat die benötigte Ware geliefert. Okay, es hat Stoffe geliefert, ja, ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.